Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Rescue HQ. Wir haben bald unseren Mafia-Boss-Prozess. Heißt, die Polizei dürfte da ein wenig mehr Einsatz zeigen müssen. Mannschaftswagen. Finde ich gut. Tatsächlich hätte ich aber auch Interesse an der Schutzausrüstung. Egal, wir holen uns jetzt den Mannschaftswagen. So. Und als nächstes, wie gesagt, brauchen wir definitiv hier diese Schutzausrüstung. Weil wegen der Fußball-WM, die brauchen wir. Bereiten die Schutzausrüstung vor. Was haben wir da stehen? Mannschaftswagen. Und SWAT-Ausrüstung. Okay, wo kriege ich SWAT-Ausrüstung? Schauen wir mal kurz. K9-Einheiten, okay. Unterwasserausrüstung. SWAT-Ausrüstung als solche sehe ich nicht. Ich nehme mal an, Schutzausrüstung ist gemeint. Es sei denn, ich brauche einen SWAT-Wagen oder so. LKW für Krawalle. Nicht wirklich. Schade. Naja, müssen wir mal schauen, was das später so geben wird. Hoffen wir einfach erstmal, dass wir möglichst zeitnah ein paar weitere Einsätze bekommen und dann auch entsprechend hier... Warte mal, ich sollte vielleicht noch mal ein bisschen Personal bei Polizei einstellen. Sekunde, erst die Einsätze. Zwei Feuerlöscher. Ich brauche viele Feuerwehrleute, nämlich den großen Wagen. So. Und hier brauche ich die Drehleiter. 1, 2, 3. Tut mir leid, auch wenn ihr kaputt seid, aber ihr müsst da jetzt durch. So, Bewerber, dann schauen wir doch mal. Ein für die Tagesschicht, ein für die Nachtschicht. Tagesschicht, Nachtschicht, Tagesschicht, Nachtschicht. So, und die beiden lassen wir erstmal. Ich will jetzt nicht unnötig die Gehaltskosten aufblähen. Halt, dass wir jetzt ein bisschen mehr Manpower hier haben. So, der eine Einsatz ist schon gleich vorbei. Sehr schön. 50 Punkte, sehr gut. Hauptsache, wir kriegen Ansehen. Ich finde es doof, dass man nicht in die Einsätze nochmal rein kann, während die laufen. Weil mich würde interessieren, wie viele Punkte das da gibt. Das habe ich jetzt gerade nicht ganz auf dem Schirm, ob das auch 50 waren oder... Oder mehr oder weniger, man weiß es nicht. So, 8 Polizisten brauche ich. Dann sollte ich auf jeden Fall, glaube ich, nochmal den einen oder anderen gleich dazu holen. Ich glaube, brauche ich hier wirklich zwei Leute, die das machen. Ah, wobei, wäre, glaube ich, schon nicht verkehrt. Mir fällt jetzt auf, dass ich tatsächlich gleich viele Polizisten und Feuerwehrleute habe, seit gerade eben. Way! Wand entfernen. Ach, hier kann man einfach Wände ziehen, okay. Ist ja auch nicht verkehrt. Ich wüsste gerade nicht, warum ich das machen sollte, aber hey, es ist gut zu wissen, dass ich es könnte. Wie schaut es bei den Ressourcen aus? Einer von 52, heißt, ich habe 52 Sachen, die abzuarbeiten wären? Verstehe ich das richtig? Ne, ich habe nur eine Sache, die abgearbeitet ist. Die noch abzuarbeiten ist. So ein Großeinsatz. Feuerwehr und Polizei. Ja gut, so groß ist der Einsatz dann doch nicht. Ja, wobei, warte mal, nehmen wir mal dich lieber. Ja, 88% sollte reichen.
Ach, das, der Mannschaftswagen hat die SWAT-Ausrüstung. Ja, sehr gut. Dann wissen wir da auf jeden Fall schon mal Bescheid, was den Mafia-Prozess angeht. Das sollten wir dann entsprechend hinbekommen. So, du wirst noch repariert, alles klar. Der Bulli steht. Sehr gut. Ihr macht hier weiter Feuerlöscher. Haben wir noch ein paar von da. Ach, da ist ja noch ein Einsatz. Habe ich ganz verdrängt. Da war ja was. Mensch. Advent, Advent, die Hütte brennt. Machen wir so. Zack. Das kriegt ihr wohl hin. Ich finde es schade, dass ich noch keinen Gefangenen habe, weil ich glaube, dadurch könnte man bestimmt auch gut Geld verdienen, wenn man die verhört. Ihr erster Verdächtiger! Ihre Polizei hat einen in die Haft im Hauptquartier gebracht. Ja, wenn man vom Teufel spricht, ist das geil. Nachdem Ihr Fall abgewickelt ist, gehen Sie in die Freiheit oder ein richtiges Gefängnis. Das muss ein Gesetz entscheiden und das ist nicht Ihr Ding. Was hingegen Ihr Ding ist? Geld verdienen, indem Sie den Verdächtigen verhören. Je mehr, desto besser. So, ich hoffe, das zählt jetzt schon, obwohl ich es schon gebaut habe. Bauen Sie eine Zelle und eine Zellenbank. Aktivieren Sie die Zellenbank, Verbrecherbank, damit die Polizei den Verdächtigen, Verdächtiger abfertigen kann. Erhalten Sie zusätzliches Geld und Ansehen. Ja, nichts. Warum bist du denn im Feuerwehrwagen mitgefahren? Was stimmt denn nicht mit dir? Ja, lassen wir den mal allein da durchlaufen. Oder läufst du ihm jetzt hinterher oder läufst du hier rein? Nein, du läufst da rein. Okay. So, dann, man möge ihn abfertigen. So, mach du das mal bitte, weil das ist mir lieber als jetzt ein neuer Kandidat. Ach, hierdurch kommt laufend Geld rein, indem ich Akten abarbeite. Ja, schön. So, Schichtwechsel. Und Gott sei Dank, da kommt jetzt hoffentlich jemand, der dich abfertigt. Ja, sehr schön. Dauert ein bisschen, aber bringt Geld und Geld ist gut. Zwei Polizeieinsätze. Ja, was steht denn da an? Ich habe immer noch nicht die verdammte Schutzausrüstung. Das ärgert mich gerade tatsächlich ein wenig. Wir haben auch nur Stufe 1 Polizisten. Ich befürchte, den Einsatz muss ich abgeben. Bringt auch nur 1-2. Komm, dann nimm hier noch einen Anfänger mit. Wenn du sowieso alleine schon 80% Wahrscheinlichkeit hast, dass du es schaffst. So, ich überlege gerade, ob ich den Einsatz abgeben will oder... Will ich es noch mit irgendwem versuchen? Ja, ganz ehrlich, so können wir es machen, ne? Komm, pfeif drauf, wir machen es so. Das dauert ja Gott sei Dank nur eine Stunde. Also sollten wir schnell hinbekommen. Gut, dass wir den Mannschaftswagen haben. So, und hier wäre es doch mal nett, wenn ihr reparieren würdet. Und du sieh mal zu, dass du den Gefangenen hier abfertigst. Oder Verdächtigen. Noch ist er ja nicht gefangen. 2.500 und 15 Ansehen. Ja, sehr schick. Da kommt Freude auf. Zwei Schreibarbeit. Vier Schreibarbeit. Ach ja, der Einsatz ist gerade fertig. Sehr schön. Und noch ein Verdächtiger, ja. Die Verhandlung beginnt gleich. Stellen Sie sicher, dass Sie die erforderlichen Ressourcen haben. Ja, habe ich sogar. Trotzdem brauche ich immer noch die Schutzausrüstung. Ich bin auch gerade ein bisschen nervös, dass ich die noch nicht habe. So, hier möge sich mal jemand bereit erklären und ein bisschen rumverhören.
Oder haben wir gerade wieder keinen zur Verfügung? Nee, du reparierst hier den Wagen. Und wieder 1200 für eine abgearbeitete Akte. Ja, sehr schön. So, und du gehst jetzt wahrscheinlich hin und verhörst den, oder? Oder macht das ja anders? Nein, wäre anders. Gut. Dann macht ihr mal. Aber ich finde es auch gut, dass man hier durchs Aktenabarbeiten auch nochmal zusätzliches Geld generiert. Tut echt gut, wenn einfach mal gerade ein bisschen Ebbe ist bei Einsätzen. Ich meine, ich finde es ja gut, dass zwischendurch auch mal Luft ist, dass man ein bisschen was machen kann. Nur wenn dann gar kein Geld reinkäme, wäre das ziemlicher Mist. Ist gerade erstmal noch eine Schwachstelle aufgefallen. Machen das mal dahin und für die Küche machen wir mal hier oben eine Tür hin. Einfach, dass wir alle ein bisschen schneller von A nach B kommen. Wenn sie denn Hunger haben. Zack, sehr schön, wieder ein Notfall erfolgreich durchgeführt. Gut, trainiert gerade keiner, soll mir recht sein. Mein Gott, jetzt müssen sie aber alle hier auf dem Boiler. Heidewitzka. Und weil alle gerade hier zur Küche und dann zum Klo rennen, weil sie um 3 Uhr nachts Hunger haben, macht natürlich hier keiner weiter, aber jetzt kommt ja Gott sei Dank einer wieder hin. Mehr Geld, mehr Ansehen, mehr alles. Muss ich für hier hinten eigentlich Ansehen bezahlen? Nee, ne? Aber 45.000, gut, dann warten wir noch ein bisschen bis dahin. Versorgungsraum. Wartungsstation für Tauchpumpen. Nee, komm, das brauchen wir noch nicht. Das hätten wir noch. Einen Spiegel brauchen wir auch nicht. Der Entspannungsbereich, der wäre schon interessanter. Aber wir brauchen dringend die Schutzausrüstung. Und das muss bis zur WM stehen. Wir haben zwar noch ein bisschen Zeit bis dahin, aber ich will einfach da stehen haben, dann sind wir damit fertig. So, sehr schön. Wieder ein abgefrühstückt. Bam. So, wir sollten vielleicht mal... ein paar Schränke verkaufen. Und ein bisschen umpositionieren. Na, ich glaube, wir brauchen einfach ein größeres Büro. Das passt hier so nicht. Aber können wir eigentlich auch, da bin ich jetzt mal neugierig, können wir jetzt auch einen Kripo-Tisch? Können wir den auch hier? Achso, der ging ja auch hier rein. Ja, das wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Können wir natürlich auch einfach hier rein den Tisch machen. Dann würde ich was sagen, machen wir hier oben noch eine Tür hin. Und ein Einsatz. Dann gucken wir mal, schau. Da ist der Mafia-Boss-Prozess. So. Einsatzwagen. SWAT-Ausrüstung haben wir leider keine. Brauchen wir aber auch nicht. 1, 2, 3... 4, 5, 6. Na komm, nehmen wir hier noch den Azubi mit. Wobei, warte mal, bringt das mehr? Ne, es bringt nur 19 Reputation. Machen wir so. Den einen Reputationspunkt klemmen wir uns. Dann nehmen wir doch lieber die Erfahrungspunkte mit. Ich meine, Reputation schön und gut, aber ne? Wie gesagt, ein Punkt. Macht den Kohl nicht fett. Ich könnte natürlich auch die Küche wieder hier um 2 Felder verkleinern und dann einfach die beiden Büros miteinander verbinden. Wäre natürlich auch eine Maßnahme.
Ich denke, wir sollten erstmal gucken, dass wir hier ein bisschen das Gelände erweitern. Dann haben wir hier auch mehr Feuerwehrfahrzeuge. Können den Trainingsraum nochmal umdisponieren. Und haben sehr viel mehr Möglichkeiten, was es angeht, dass wir uns austoben können hier. So, komm, holen wir nochmal hier einen für die Tagesschicht und einen für die Nachtschicht dazu. Noch einen für die Tages- und noch einen für die Nacht. Dann haben wir jetzt, was die Spinde angeht, sind wir jetzt bei der Feuerwehr voll. Dann gucken wir noch, dass wir bei Gelegenheit mal zwei Polizisten uns dazu einverleiben. So sich die Gelegenheit ergibt. Und wir hoffen jetzt einfach mal, dass kein Einsatz jetzt gerade reinkommt. Zumindest kein Polizeieinsatz, weil wir da gerade natürlich ein bisschen unterbesetzt sind. Aber nicht mehr lange, gleich haben wir das Event geschafft. Okay, ganz ehrlich, die Küche, die ist echt zu überdimensioniert. Können locker zwei Felder weg. Sie haben sich die Unterstützung des Rathauses gesichert. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben eine enorme Finanzierung für unsere Bemühungen zur Verfügung gestellt. Nach Abzug meiner Beratungskosten kann ich noch fast die Hälfte davon an Sie weitergeben. Lassen Sie uns ein paar einfache medizinische Stationen bauen. Auf diese Weise werden die Patienten nicht in ein Krankenhaus weitergeleitet, sondern wir erhalten das Versicherungsgeld. Oha. So, dann schalten wir schon die Sachen frei, die wir auf jeden Fall umsonst haben. So. Dann würde ich sagen, sollten wir doch mal schauen, dass wir noch eine Garage uns dazu holen. Beziehungsweise einfach ein bisschen Garagenfläche, besser gesagt. Ach, ich muss ja erst... Stimmt, da wäre was. So, jetzt haben wir das. So, ich wäre schon gerne hier noch mit weiteren Feuerwehrfahrzeugen dabei. Deswegen wäre ich geneigt, die Garage dahingehend mal so zu erweitern. So, dann machen wir hier den Versorgungsraum hin für die Medics. Ja, Moment. 1, 2, 3, 4, 5. Gut, dann machen wir jetzt erst eben die Einsätze fertig. So, wir brauchen zwei Feuerlöscher. Endlich werden die mal gebraucht, die Dinger. Schön. Hier brauchen wir ein paar mehr Leute. Aber ihr seid mir gerade alle ein bisschen zu erschöpft. So, und dann kommst du noch mit, lieber Azubi. Zack. So, was brauchen wir hier? Wieder eine Schutzausrüstung haben wir leider noch nicht, deswegen nehmen wir den Mannschaftswagen. Ja, nicht mehr als nötig. Machen wir so. So, Krankenfang und Standardfahrzeug bauen haben wir schon. Diagnosestation kommt bald auch. Warte mal ganz kurz. Garage, da brauchen wir noch eine Tür. Ja, ist ja gut. So, Behandlungsraum, den brauchen wir noch. Machen wir mal daneben. Okay, ist ein bisschen sehr eng. Egal, lassen wir mal so. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Da sollte die Garage bleiben. So, Verbrennungseinheit im Behandlungsraum bauen. Wo ist das denn? Ah, das kostet wieder Reputation.
Jetzt wollt ihr auch noch langsam euren Entspannungsbereich haben, ne? Machen wir dich mal dahin. So, Bewerber, was haben wir denn? Kurz auf die Tagesschicht. Du wirst mal repariert. Und wir machen jetzt einen Cut. Ihr Lieben, wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüssikowski.